Hallo und herzlich willkommen, liebe Minecraft-Freunde, zu Part 2 von Let's Play Minecraft mit eurem Gastgeber Play Minecraft Go! So, also, wir möchten uns nun in Part 2 begeben. Dementsprechend würde ich sagen, fangen wir mal an. So, selbe Stelle, selbe Welle, selber Ort. Wie man sehen kann, habe ich das neue Texturenpack eingeführt. Ja, okay, eingefügt, so. Und da es Nacht ist und wir nicht vorhaben zu sterben, so viel zu dem Thema. Ja, okay. Lass mich raus. Ich mag keine Zombies. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich mag die nicht. Ja, hau die Fackel weg. Lami da rein. Okay, jetzt muss ich überlegen. Holz habe ich da. Ich habe sogar einiges an Holz da. Wie machen wir das jetzt am besten, Leute? Da. Ich würde sagen, wir bauen dann erstmal hier so weit. Ja, es regnet, danke. Jetzt so oberflächlich das hier ab und bauen uns dann erst später weiter runter in die Höhle. Ja, Leute, ich bin ein Weichei, aber das liegt auch daran, weil ich weder Rüstung noch etwas anderes habe. So, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich schon darauf eingegangen bin, aber durch den Tipp eines Minecraft-Spielers, ich hoffe mal, dass du auch Minecraft spielst, habe ich halt eben das Mieser-Texturen-Pack ausgewählt. Ich hatte ja schon im ersten Part angekündigt, dass ich für den zweiten Part vorhaben werde, ein Texturen-Pack einzufügen. Statt dem 0850 billigen, Standard-Texturen-Pack. Ist halt eben nicht so wirklich das Wahre. So, und jetzt drehe ich mal kurz den Sound was runter, so auf die Hälfte. Damit mir der Regen nicht mehr in die Ohren drückt und euch hoffentlich auch nicht. So, dann werden wir jetzt erstmal ein bisschen Stein sammeln. Und ich würde sagen, sobald es dann wieder Tag wird, werden wir dann... Okay. So, jetzt werden wir erstmal hier... Hüps, hüpf, hüpf. So, ganz schnell. Zack, 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 zack. Rein. Okay, Tüte, wir sind sicher. So, machen wir uns als erstes mal ein Öfchen. Na, jetzt komm. Hauen den dann dahin. Und ja, noch ein Gewitter, ja super. Besser. Kaum geht's besser. Und wir haben ein neues Archiv erhalten. Au, au. Okay, Moment, dass ich mir die Rübe anhaue, ist blöd. So. Schon besser. Und es werde dunkel. Sehr schön. Also, wir werden jetzt einiges an Stein sammeln, denn sobald wir wieder Tag haben, was hoffe ich bald ist, werden wir eine zweite Etage auf unser Haus bauen. Ich weiß, die erste ist zwar noch nicht schön, aber trotzdem, ich baue lieber in die Höhe als irgendwo anders hin. Ja, lass mich in Ruhe, ich mach's. So, möglicherweise finden wir hierbei auch noch ein bisschen was anderes. Was ich auch ganz gerne immer baue, ist, beziehungsweise sind Häuser in Höhlen. Also, was heißt Höhlen? Selber ausgehöhlte, ja, wie soll ich sagen, Minen. Das nehme ich auch ganz gerne manchmal als Haus. Manchmal, sehr manchmal, fast immer. Aber da ich jetzt mal was anderes machen will, baue ich mal ein Haus außerhalb. Ist zwar meiner Meinung nach definitiv unsicherer, ist es wahrscheinlich auch, aber ich baue trotzdem lieber ein Haus draußen diesmal. Man muss auch mal was Neues wagen, ne? Ist das? Ist es wirklich? Nein, das ist kein Kohle, scheiße.
Ist es ein Stein? Ist es ein Eisen? Nein, es ist Kohle. schön wär's. Naja, man kann nicht alles haben. Was zum Teufel war das gerade? Nee, ich frag lieber nicht. Haha. Fast hätten wir Eisen übersehen. So, entschuldige mir für den Cut, aber mein Telefon hat geklingelt. Ja, blöde Sache, ich weiß. So, wir bauen hier das Eisen ab, was mir gerade aufgefallen war, dass es existierte. Ja, schlimm. Immer dieses Eisen, dass das immer so existiert und so. Soll ich das jetzt wieder zumachen oder soll ich das offen? Manchmal irgendwie so Schornstein. Oh, ich hasse diese Lache. So. Oh. Ist es? Ja, es ist kein Stein. Nein, es ist auch kein Eisen. Es ist Kohle. Coca-Cola. Dirt. Ich brauche dich jetzt. So, und ich würde sagen, jetzt habe ich auch langsam wieder ein bisschen Kohle. Und ich werde mir jetzt gleich einen Weg hochbauen. Und dann baue ich auch hier oben um. Bisschen was ab. Muss ja auch mal sein. So. Bäm, erste Spitzhacke am Arsch. Machen wir weiter. Was ich irgendwie komisch finde, ist, dass ich keine Zombies mehr höre. Dementsprechend gehe ich mal looken, ob die... Okay, nein, es ist doch noch nicht Tag. Wäre ja auch zu schön. Aber ich gehe trotzdem mal gucken. Nee, ist noch stockdunkel. Aber ich traue mich mal grad. Nee. Ich sehe noch keine Sonne. Allerdings sehe ich den Mond auch noch nicht. Oder beziehungsweise nicht mehr. Dementsprechend scheint das ja. Haben wir ein bisschen Zeit noch, hier rum zu minen. Außerdem habe ich von mindestens einer Person war das. Zu hören bekommen, dass sofern ich in der Nacht etwas tue, was man ja, wie man hier sieht, was ich ja mache, ja, deutsche Sprache, schwere Sprache, sollte man können, werde ich halt eben die Nacht nicht wegschneiden und da ich, was ich ja sowieso vergessen hatte, weshalb das ja sowieso wurscht ist, sobald ich im Bett habe, die Nacht sowieso überspringen kann und dann, wenn ich Tag brauche, Tag haben kann. So. Okay, scheint ganz gut hier zu laufen. Machen wir jetzt da oben noch ein bisschen was rum. Ich bin gerade schon wieder dabei, ein Haus zu machen hier draus, merke ich. Ist irgendwie eine komische Angewohnheit, aber wirklich schlecht finde ich sie auch nicht. Ich finde es irgendwie total cool, wenn jemand so die Häuser hier so in die Berge reinklopft, weil die irgendwie leicht sicher sind. Wie man vielleicht hört, ich habe mich über Nacht leicht erkältet. Ja, ich weiß. Scheißsache. Wenn ihr Erkältung genauso sehr hasst wie ich, gebt dem Video doch ein Like. Würde mich freuen. Und eure Husten werden für die nächsten 24 Stunden nicht eintreten, bis meine Erkältung. Verspreche ich euch. Vielleicht. Okay.
Also so langsam kann das auch mit dem Regnen wieder aufhören, denn langsam fängt es an zu fackeln. So. Ich fange immer an, hier drin mehr Häuser zu bauen. So. Machen wir jetzt erstmal den hier. Da habe ich auch wieder ein paar neue Fäckelchen. Okay, jetzt ist auch meine zweite Spezialgabe kaputt gegangen. Dann kann ich jetzt erstens mal gucken, looken gehen, ob es langsam Tag wird und zweitens mir eine neue machen gehen. Ja, es ist zwar ein regnerischer, aber es ist ein Tag. Das heißt, ich mache jetzt den hier. So, dann habe ich ein paar Leitern. Die ich jetzt hier einsetzen werde, um hier dann hochzubauen. Und dann werde ich hier meine zweite Etage aufsetzen. Und zwar aus Cobblestone, aus einem einfachen Grund. Ich mag erstens das Material irgendwie und zweitens Blitz, Gewitter schlägt in Stein ein, nix. Blitz, Gewitter schlägt in Holz ein, tschüss Haus. Ganz einfache Logik. So, und jetzt muss ich mich beeilen, denn mir geht die Zeit mal wieder aus. Aber das Haus, also die zweite Etage, muss ich noch fertig haben, bevor ich das hier zu Ende mache. Okay, ich muss nicht, aber ich will es fertig haben. Also ich habe mir so gedacht, dass das auf jeden Fall. Ja, die Cobblestone kann ich gar nicht wegmachen. Wie ihr gesehen habt, habe ich gerade keine. Ist klar, wenn man mal keine Spitzhacke zur Hand hat, verbaut man sich tausendmal. Muss ja so kommen. Oh ja, komm. Einer, so, zu. Erst mal kurz ausleuchten, jetzt so ganz unfein. Okay, und dann würde ich jetzt sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns in Part 3 wieder. Noch als kleine Info, dieses Haus soll 5 Stockwerke haben und ihr entscheidet jetzt, aus welchen Materialien die anderen 3 Stockwerke werden. Ganz einfach. Bitte keine Materialien verwenden, die super selten sind. Das heißt, jetzt nicht aus Eisenblöcken oder sowas. Und geschweige aus Goldblöcken oder Diamanten, ne? Ihr wisst, was ich meine. So, alles so normale Materialien. Und die 3 Materialien, die meisten, also Stimmen kriegen, also die am meisten, öftesten erwähnt werden. Ihr dürft auch bis zu 3 Materialien aufschreiben. Und die am meisten werden, kommen nach oben, zweite Mitte und dritte kommt als dritte Etage. Damit möchte ich mich jetzt nun verabschieden. Wir sehen uns in Part 3 wieder. Ich freue mich auf euch. Daumen hoch, kommentieren und ein Abo dalassen, wenn ihr wollt. Wir sehen uns dann. Schöne Grüße, euer Play Minecraft Go!